Willkommen zurück zu Dark Souls 3, dem Spiel mit Leuchtfeuer und mir. So, wir haben in der letzten Folge die gottlose Hauptstadt gefunden, was ich eigentlich gar nicht so klar geplant habe, weil ich eigentlich Carla retten wollte. Also, ich weiß aufgrund von Outside Informations bereits, wie die Person heißt, die ich retten möchte. Liegt ja sie leider nicht da unten. Ja. Das Problem ist bloß, mir fehlt dazu ein Schlüssel. Da hinten geht es weiter, das ist ja schön, aber ich möchte nicht gar nicht so richtig weiter, Freunde. Ich möchte eigentlich den Schlüssel haben, um die Zelle von Carla aufzumachen. Weil ich jetzt da runtersteige. Dann geht es da einfach nur unfassbar tief runter. Aber nicht weiter für mich. Aber andererseits. Vor allen Dingen, da fehlen doch noch Türen. Ich muss irgendwo noch einen Schlüssel übersehen haben. Vielleicht möchte mir mein Chat ja mal sagen, ob ich. Was ist das denn hier für eine lustige Statue? Ja, das sollte. Vielleicht möchte mir mein Chat ja sagen, ob ich jetzt in die Richtung weiterlaufen muss, um den Schlüssel für die Zelle zu finden. Oder ob ich tatsächlich wieder zurück muss. Weil das ist ja eigentlich jetzt ein anderer Abschnitt. Weil die gottlose Hauptstadt ist ja auf jeden Fall ein eigener Abschnitt des Spiels. Jetzt mal gucken. Ach ja, okay, ja, gut. Nicht jetzt? Hm. Dieser Kuchenmann, warum rennen denn nur so unfassbar viele Leute in dieser Kochmütze rum? Hä? Wer seid ihr? Warum liegen hier lauter Kelche? Kann man euch hauen? Ja, man kann euch hauen. Ach, das ist durch. Ein weißer Rubel. Das ist ja witzig. Wenigstens diesen Weg, den du gerade nimmst. Gibt noch einen zweiten Weg vom Leuchtfeuer aus. Mhm. Gucken wir nochmal. Ich könnte ja auch. Da, wo kam ich denn her? Bin ich hier nicht gerade genau da. Nee, ich bin auf der anderen Seite rausgekommen. Da liegt noch eine Leiche im Fenster. Da komme ich hier gerade schlicht. Komme ich hier raus? Hier geht's runter. Warte, bin ich hier nicht? Ich bin gerade ein bisschen orientierungsmäßig. Ja, ich wollte nicht mehr reden, das ist ja schön, aber. Ja, da bin ich doch gerade lang, oder nicht? Hä? Wofür gibt's denn jetzt diesen Weg hier überhaupt? Also. Meh, meh. Oh, hohe CPU-Auslastung? Okay. Okay. Okay, hat sich schnell gefangen. Mit ersten Sprung komme ich hier wahrscheinlich nicht rüber, oder? Man ist doch ein bisschen weit. Oder einfach in diese unscheinbare Richtung, die doch ein bisschen besser aussieht als die andere, aus der ich kam. Cooler Shit, die Viecher, ne? Das bitte mal. Hm. Hat er die Leiter jetzt nicht gesehen oder absichtlich ignoriert? Welche Leiter? Genau, den Weg bin ich gerade gegangen, um in die Stadt drin zu kommen. So. Da war eine Leiter? Ich weiß nicht, der Fackel drehen, wo es Leiter geht. Welche verdammte Leiter? Ich kann mich an nichts erinnern hier. Ich hab schon eine Leiter gehört. Hä? Wo bin ich denn jetzt schon wieder? Achso. Naja, mein Orientierungssinn ist auf jeden Fall gerade Weltklasse. Leiter? Hier ist keine Leiter. Hab mich zu rollen. Oder? Yeah.
Hier ist keine Leiter. Außer die da. Ne, wo ist denn die? Da, die da, aber da komme ich ja her. Hä? Die Leiter hier ist total sinnlos. Da kommst du her oder nicht von der Scheiße? Kreisleiter oder leise Reiter? Oh Gott, ist das flach. Ja, aber die Leiter, die bringt mich doch nur zurück, wo ich herkam, oder nicht? Die habe ich tatsächlich absichtlich ignoriert. Die habe ich gesehen. Also die bringt mir das Ding. Achso. Rostige Münze, wow. Ja. Genau deswegen habe ich diese Leiter ignoriert, weil die bringen nichts. Zumindest nicht, mich nicht voran. Doch, da komme ich her. Eine Titanit-Echse. Das bist du ja noch prozentig. Bleib stehen! Oh, Funkel-Titanit, hervorragend. Oh, hier waren. Hier war ein unauffälliges Loch im Boden. Mensch. Wo eins ist, sind wahrscheinlich gleich noch mehrere Löcher. Ist ja nicht Mirror's Edge. Was? Ja, wo die Leitern alle rot sind. Ich habe Mirror's Edge übrigens bis zum heutigen Tag nicht zu Ende gespielt, weil mir dabei unfassbar schlecht wird bei diesem Spiel. Rostigen. Was soll ich denn damit? Ich spiele meinen Glücksschall gerade nicht. Hm. Da will noch anders hin. Tap, 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 tap. Aber was macht hier übrigens schon wieder massive Fußgeräusch? Das finde ich nicht gut. Nee, hier komme ich her. Das da unten sieht nach so einem Schweinesumpf aus, wo ich auf keinen Fall reinspringen möchte. Das macht mich bloß wieder. Das sind bloß wieder irgendwelche Viecher. Ich kann mich nicht richtig bewegen. Ich krieg dauerhaft Gift oder so eine Kacke. Das ist doch wieder. Das will ich einfach nicht. Bin ich einfach nur tot. Ich springe aber mal rein. Mal gucken, was da rumkommt. Ich sag doch, das ist schon wieder so ein Schweinesumpf hier. Das Ding, das habe ich nicht schon. Das doch. Kenas, kann hier arbeiten. Oh, Hände. Hey, hey. Dazu. Na Juti. Gucken wir nochmal weiter in die Richtung. War ja auf jeden Fall schön da. Nicht da lang, da ist ganz böse. Ach. Erst ist es nicht die Richtung, die du gerade genommen hast. Dann nimm mal eine andere Richtung. Nee, die auch nicht. Was denn du? Das ist ganz böse. Das sind nur ein paar Hände, die tun noch nichts. Hab ich noch einen Weg? Gerade bin ich da lang, an den Holzpfad. Die gibt es ja auch noch. Option? Ich meine, hier unten geht es ja einfach nur hart runter. Das ist ja der Eingang. Da unten ist dieser lustige Feuerkelch von diesen komischen Lussis da. Ja, ich kann doch eigentlich nur hier da. Und da kann ich ja nicht nur runterfallen, oder? Du warst schon relativ nah am Schlüssel. Das ist ja toll. Na, wir gucken mal weiter hier. Hier war ja sonst nichts Böses, oder? Kann ich hier noch irgendwie, kann ich irgendwie noch über die Löcher hier nicht rüberspringen? Aber prinzipiell hat der ohne gebracht, über die Löcher rüber zu springen, oder nicht? Links hier noch wo weiter. Der einzige Weg, der sich mir jetzt offenbart hat, war ja nach unten. Ja genau, wenn ich mich hier rüberspringe, bringt ja auch keine Punkte.
Liegt zwar auf der anderen Seite, ja schön. Warte mal, da. Aha, warte mal. Warte mal, vielleicht hat Springen doch was gebracht. Nö. Dann habe ich hier nur freiwillig die Möglichkeit runterzuspringen. Kann die Viecher schon mal von oben aufs Korn nehmen. Ja, das ist ein voll OP. Ich komme nicht klar, kann bitte den einzigen, die mir richtig krass Probleme machen. Ach so. Wieder musst du mit Blumen. Ah ja, so. Was ist das eigentlich für ein Mausoleum? Wer ist denn das da oben schon wieder? Da oben ist ein Typ. Hab ich nicht, weil da hatte ich nicht irgendwie Fernlass auf Tasche oder so? Das war nicht der Schau, oder? Wo ich das Fernlass hatte? Oder habe ich das mal gefunden? Nein, ich hab kein Fernlass. Hab ich einen Bogen? Ich hab bestimmt einen Bogen, weil natürlich habe ich einen Bogen, weil. Hier irgendwie noch zoomen. Ja, war so. Schwierig zu sagen. Sieht erstmal aus wie ein Feind. Bin ich aber nicht. Bin ich mir auch gar nicht so sicher. Kann man nicht ganz wissen. Was ist denn jetzt los hier? Achso. Oh, scheiße. Okay. Scheinbar kommt gleich ein Kumpel bei mir vorbei, der mir eine Powerbank bringt. Das ist natürlich auch geil. Machen wir das so. Ich hoffe, ich höre den auch, wenn er klingelt. Anscheinend sind die Pokémon-Server gerade mal wieder so instabil, dass man nichts hört. Warte, ich sollte vielleicht nochmal Oki schreiben. Habe ich, ja. Klinge. Einmal. Öfter. Ich streame. Hey, danke für den Host. Hey, Rox. Danke, 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 danke. Danke. So, jetzt müssen wir hier trotzdem runterspringen. So, haben wir hier vielleicht einen Schlüssel? Echt scheiße, was haben wir denn? Ich finde es übrigens immer noch wieder dreist, dass keine Viecher Giftschaden nehmen. Jetzt noch erstmal Schutz, das finde ich in meinen Büchern. Wie stark soll ich denn damit? Ich brauche keine Läutungssteine. Wie ist die Sackgasse? So, ernst? Ich bin all den weiten Weg hierher gelaufen, nur um jetzt eine Sackgasse vorzufinden. Scheiße. Das ist doch wie deprimiert, oder? Hallo? Ja, nee, da kommt ja nicht her, oder? Die haben auch hier nichts anderes als diese Fallattacke, oder? Ich hab was? Ach, guck mal hier. Scheiße, überlebe ich das überhaupt? Wenn da oben ein Gegner steht, bin ich jetzt tot. Einfach lange hier noch im Kreis gerollert und alles gut. So, wer kommt denn jetzt hier? Die Szene kommt mir auf jeden Fall bekannt vor übrigens, der Ort hier. Haben wir hier noch vielleicht nochmal ein Leuchtfeuer oder so? Vorne hat es eine Hand. Das ist leider eine Mimik. Na, vielleicht greift die Mimik ja die Hand an. Mal gucken. Greifen die sich gegenseitig an? Ja, leider nicht. Unglücklicherweise leider nicht. Ja, Abfall voraus. Oh ja, tatsächlich Abfall. Jetzt habe ich hier noch so eine Mimik hinter mir herlaufen. Was ist das denn hier für eine Sackgasse? Na denn. Ist mir die Hand jetzt unangefolgt? Nee, noch nicht.
Scheiße, die Hand folgt mir aber trotzdem, ne? Logans Beschleuniger. Mensch, der gute Logan. Ist mir die Hand tatsächlich voll. Gut, da die Hand gerade ein halbes Jahrhundert gebraucht hat, um hier hoch zu runterzukommen, nehme ich mal stark an, dass sie noch ein weiteres Jahrhundert brauchen würde, um da hochzukommen. Gut, dann können wir einfach gehen. Gut. Big Head Logan, ja, ja, der gute alte Logan. Ach, Scheiße. Okay, ist das doch ein Feind. Mann, die Typen. Gut, dass ich an den Typen jetzt einmal eine Hitpots verbrauche. Oh! Oh, fuck. Ich hätte doch... Ist doch ein Feind. Ich war mir nicht so sicher am Anfang, wo ich ihn aus der Entfernung gesehen habe. Hätte ja vielleicht jemand sein können, mit mir sprechen. Wir hatten schon lange keinen NPC mehr, der mit einfach mit uns reden möchte. Jetzt liegt er hier. Oh, fuck. Gibt's echt keinen Wegpunkt zwischendurch? Zwischen hier und dort? Zack. Ach. Wieder durch den Sumpf. Ja, den scheiß Gargoyle muss ich da eigentlich wirklich nicht umhauen, oder? Das kostet nur Zeit. Hallo, Lucia Gargoyle. Grüß dich. Jo. Na, eigentlich müsste das ja hier sein, oder? Ach, jetzt bin ich hier unten in der Höhle. Das ist natürlich maximale Entfernung, ja. So, dann nehmen wir vielleicht nicht mal ein anderes Schild, was 100% blocken kann. Ja, ja, das wäre sicherlich eine gute Idee. Das Problem ist, ich habe leider... Oh, meine Pizza ist fertig, das ist ja schön. Das Problem ist bloß leider, ich habe gar kein richtiges Schild... ich habe kein richtig cooles Schild, was 100% blocken kann. Das macht es natürlich ein bisschen schwierig, ne? Nehmen wir mal 100% schon. Was haben wir ein schönes da? Wir haben immerhin ein Wappenschild da. Ritzig Dunkelscham, trächtig parieren. Das kann auch parieren. So, das hat 100%, oder? Jo. Nehmen wir mal das. Andere habe ich sowieso gar nicht. Ich hab nämlich auch mal gegoogelt, bestes Schild für Dark Souls 3. Tatsächlich, wenn mich das interessiert hat, ob das. Weil das Graswappenschild scheint mir irgendwie doch schwächer zu sein als in den letzten Teilen. Und, naja. Das ist das Drachenwappenschild. Da ist ein Drachenwappen drauf. Wo denn? Das Gottfalkenschild, das ist nicht gut. Silberharter Spitzschild ist schrottig, weiß nicht, ist blockt zu 100%. Spinnenschild habe ich auch noch da. Ah, Spinnenschild ist ja auch nicht mehr 100%. Steinparmer. Das ist mega schwer, ne? Jo. Antiflug, Großschild. Ja, das wiegt auch viel zu viel. Ich glaube, du meinst das hier. Das heißt aber nicht Drachenwappenschild, also ist vielleicht ein Drache drauf, aber es ist, steht nicht Drache drin. Ist nicht Drache drin, also. Shit. Was ist das eigentlich für ein Magier? Ich nehme trotzdem Schaden, weil ich nicht genug Stance habe. Oh, fuck. Oh, der ist ja cool. Das hat zu Davos Deber mit der.
Was ist Bird eigentlich ein Zwiebel? Nicht ein bisschen an Sigi. Ich bin vielleicht so. Oh, Schriftwolf und Logan. Endlich habe ich meinen komischen Magier, was ich in die Hand drücken kann. Ich muss irgendwie Sigi mal weiterbringen, ne? Oder Siegwort. Voll geil. Weil der hängt ja immer noch unten in der Kathedrale rum. Ich habe nämlich den Tag durch Zufall gesehen, dass seine Quest da weitergeht. Ach so, das ist oben in der Kammer von da oben. Ich hole mir das Zeug jetzt hier. Götterzorn. Das wäre mega cool, wenn ich einen Face-Based Character hätte. Habe ich nicht. Wenn ich hier wieder rauslatsche, dass mich die komische Hand öffentlich aufmerksam wird. Wahrscheinlich. Jo, kann ich. Hervorragend. Ja, was ist das für ein Magier? Genau. So habe ich das gemeint. Genauso wie du es schreibst, Austria. Dieses behinderte Meme, ne? Mit diesen Eien. Ah, das ist so schlecht. Lustige Bilder mit. Nee, warte. Lustige Bilder mit Dings drauf, ihr wisst schon. So, wer kommt denn jetzt hier überhaupt? Wir lassen mal mit dem Wegpunkt vom Bot. Ich habe hier keinen Bock, jedes Mal durch diesen scheiß Giftsumpf zu rennen. Vor allen Dingen, weil ich auch nicht unendlich viel von dem Moosgras habe. Wie wir hier. Shortcut. Ich habe doch einen Schlüssel für ein Fenster gefunden, oder? Nachricht lesen. Ach, Gott. Oh, der Riese. Okay. Gut, Schlüssel des Wärters. Hervorragend. Wenn du die Quest für den Führer machen willst, sollst du den Boss hier nicht legen. Ich wiederhole, nicht legen. Ja, okay. Wir haben übrigens ein minimales Problem. Was daran besteht, dass ich gerade einen akuten Anfall von ich habe keine Lebenspunkte habe, besteht. Ich weiß nicht, ein ziemlich wichtiges Item. Toll. Ja, ich muss irgendwie nochmal zurück zur Kirche, da ist der irgendwo. Ich muss sowieso noch ein bisschen backtracken, besser. Das Ding ist halt, ich möchte Dark Souls 3 zumindest nicht on-stream 1000 Mal spielen. Ich bin kein Typ, der andauernd 100% über uns machen möchte. So, warte mal, ich habe doch hier. Ich hab doch einen Fensterschlüssel gefunden. Der muss doch für irgendwas Dude sein, wie zum Beispiel dieses Fenster. Nicht. Na gut. Ich soll den Boss ja nicht legen. Ist der Riese jetzt der Boss? Wahrscheinlich nicht, oder? Das ist auf jeden Fall noch eine Ratte. Mehrere Ratten, genau zu sein, aber. Gottlose Flamme. Cool. Jetzt. Sag mal, was ist eigentlich mit mir nicht in Ordnung? Ich habe mir vorhin dieses lustige Irritierschwert geholt. Ich hab mein Irritierschwert ausgebaut, ja? Warum nutze ich das denn nicht? So, das ist hier, wisst ihr, meine echte. Warum, was ist denn hier? Warum gibt es denn keine echten Mimik, keine echten Truhen mehr hier, Freunde? Ich würde gerne mal wieder eine Truhe aufmachen, aber nein. Echte Truhen sind scheinbar nicht mehr in, sag ich mal so. Hey, wo ist denn jetzt mein Leutz? Ich hatte noch einen Leutz-Talisman. Ich bin mir fast sicher, dass ich noch welche habe. What? Ich kann die Mikro einfach umhauen. Das geht auch, aber. Leutz-Talisman? Hallo? Ach, da! Die sind in der Reihe verrutscht. Moment. Gleich wieder da. Moment, vorher muss ich das hier noch plündern. Danach geht's los. Moment. Ach, das hat sich ja gelohnt. Also, bis gleich. Letzte 5 Minuten machen wir noch. Wie war das? Ach ja, das Vieh haben wir gerade. Gut, das ist ja gut, dass ich die Großfeile da rausgeholt habe. Aus dem Vieh auf jeden Fall aus der Truhe. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Okay, da unten ist wieder ein Dunkelheit. Wir haben jetzt eigentlich die Schlüssel des Wärters, ja? So. Das Vieh interessiert mich ja nicht gerade einen Scheiß, möchte ich mal so sagen. Ja, wir können es umhauen. Fall des Todes.
Eigentlich ist es ziemlich... Die hat er ja. Keine Ahnung, wie ich das gerade überlebt habe, aber... Ich hinterfrage mein Glück nicht. Die spawnen immer Ratten nach. Das ist natürlich eklig. Was, das hat mir Damage gemacht? Lächerlich. Ich kann das Vieh ja nicht mehr haben. Das ist mal ernsthaft. Okay, das ist natürlich sehr unangenehm, wenn hier Ratten nachspawnen. Ich werde wahrscheinlich sterben. Oder die Ratten stirben, alternativ. Müssen wir jetzt? Ach so, gut, dann hat sich die Frau mit der Tür hier auch erklärt, wa? Jo. Gut, dann hat sich der Shortcut jetzt aber auch, Na gut, das Hauptstadt, von da aus vielleicht noch viel besser, oder? Da. Du könntest ja mal auch zumindest in den entsprechenden Stadtsatz drehen, der verlögnet. Ich hab, 14... Oder was habe ich für Stadt? Kannst du mir aber sagen, ob sich das lohnt? Ich habe 18 Int, 15 Glaube. Keine Ahnung, was da... Ich habe keinen Zauberstab. Gut, ich habe gerade Logungsbeschleuniger gefunden. Also, prinzipiell habe ich einen Zauberstab, aber... Ist schon. So. Ich mich gleich mit diesem dummen Gabel wieder auseinandersetzen, ne? Na gut, ich will auf jeden Fall ja schnell die komische Hexe befreien. Und dann, mich hier ganz schnell verflüssigen. Oder verdünnisieren, whatever. Ich hoffe, ich überlebe das so. Obwohl, bis zur Hexe müsste ja in die Top kommen. So, und danach müssen wir nämlich, beim nächsten Mal müssen wir nämlich mal zurück zum, Ich werde übrigens immer besser darin im Durchrennen, ne? Meine Fähigkeiten durchzurennen und ohne getroffen zu werden steigen mit jedem Tag erheblich an. So. Hier wartet, wa? Präzision, das macht natürlich hier gerade... Mal kurz eine Minute warten. 15 reicht, glaube ich, aber du brauchst 2 14 bei den Zaubern. Ja, ich habe, glaube ich... Das habe ich in aktuell für Ringe drin. Ich habe... Ja, okay. Ausdauer, ja. Ja. Ich habe eigentlich... eine Menge Ringe drin, die ich nicht wirklich brauche. Was immer... Ich weiß immer noch nicht, was dieser Ring hier macht. Männer können Frauenaktionen ausführen. Und Frauen können Männeraktionen ausführen. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Sicherlich total toll. Lassen Sie das... Oh, I thought you'd all but forgotten me. How sweet. Good to know that a skinny little heretic can still turn heads. Hä, wer ist sie denn? Kenn ich sie schon? Hm? Accept my apologies for mistaking you for one of those leeches. So, what business have you here? This is a land of monstrosities. And I am no exception. Ja, hier, Hilfe! You're here to save me. But I'm guilty. A wretched child of the Abyss. Is that something you can forgive? Rett sie trotzdem! Oh, really? You are no ordinary man. Very well. Besides, I've grown tired of imprisonment. I am Carla. And I accept your proposal. Was? Ach, der Ring läuft ein männlicher Schar weiblich und macht die Gesten auf weibliche Art. Ziemlich nutzt es also. Naja, für Roleplaying wahrscheinlich super wichtig. So. Ich könnte jetzt entweder die 5 Meter zurücklaufen oder ich mache das nicht und nutze einfach den scheiß Angriff dann. Ich weiß, ich hätte theoretisch, hätte ich mir das auch sparen können. Ich hätte die Strecke locker laufen können. Das hätte kein Problem gewesen. Ist mir aber egal. Ich bin zu faul. So, warte mal. Quatsch mal nicht mal mit Karl. Ich versuche erstmal meinen komischen Magier hier meine Schriftrolle anzubieten, bevor der hier komplett verkümmert. Moin. Back again, I suppose. So, hier. Oh my. You've made quite the discovery. This is a scroll of the prodigious Big Hat Logan. A masterful sorcerer. Long missed in Minheim. And
now we have a scroll. Right here in my very hands. Jo. War bestimmte toll. Was soll ich das jetzt? Jetzt kriegst du mir frei, das TP verzerrt? Null. Greif mir ein Schwert. Das ist lustig, das sehen. Das habe ich schon mal gesehen. Ja, gut. Also, wenn ich jetzt Magier wäre, wäre das wahrscheinlich bestimmt total cool. Das ist mir auch total wumpe. So, wo ist Carla? Oh. Ich glaube, mein Dieb hat es entschärft, wa? So, der Treppe. Links, rechts. Wo wohnt sie denn jetzt? Aber, Moment. Wo bist du denn? Der hat eine lustige Krone auf. Ach, du hast den Chlorantiring hier. Ja. Ich mag den Chlorantiring sehr. Ich weiß zwar, dass ich glaube, mein Irritierschwert skaliert zwar nicht so gut mit Geschicklichkeit wie das Lostwick-Ritterschwert, aber trotzdem. Ich finde den Chlorantiring ziemlich gut. Ah, nee, nevermind. Chlorantiring macht der Ausdauerregeneration. Ich finde den Chlorantiring tatsächlich ziemlich geil. Ist die denn jetzt, die Olle? Unter dem Schmied in dem Bogen ist hier. So, die ist direkt. Die wohnt direkt unter der Brücke? Nee. Ach, da! Ach, Gott, ah, there you are. As I said, I am Carla. And I'm grateful to you. Now, what shall we do? The only thing that might interest you is my sorcery. Yep. Although my dark arts are a detestable sort. Ja, ja, auf zu quatschen. That wouldn't interest you, would it? Ja. Hm. You're a wicked one, aren't you? Very well. Humans are of the dark, and you are no different. Some may avert their eyes, but the truth remains the truth. Be careful, though. Few humans are privy to this knowledge. Let it be a secret, kept between you and I. Yeah. So, weil sie nehmen ihre Heilige Folianten? Ah. Oh, is this a divine tome? What on earth are you thinking? I wouldn't go near a divine tome, or any so-called miracle. And casters of miracles are sure to steer clear of me. Ja, aber das ist eine Foliante des Abgrunds. Please, don't torture me so. Das ist eine verdammte... Ach. Ja. Oh, a pyromancy tome, have we? And one that resonates with the dark. Yes. Well suited to me. Very well. If this is your wish, I will unravel the thing the best I can. Besides, it will be nice to play master for once. Jo. Kann sie denn hier? Finsterische. Ein Dunkel der Menschlichkeit geformte Schlinge zu? Zeugt Dunkel der Menschlichkeit? Schleudert schwarzen Feuerball. Ich muss mir auf jeden Fall nochmal Magier-Schar machen bei Gelegenheit. Ja, aber. Ich würde gerne bei dir jetzt Pyromantie lernen. Geht immer noch nicht. Was? There is one thing that you should know. There is a darkness within man. And I'm afraid you will peer into it. Whether the fear will spark self-reflection or a ruinous nostalgia is up to you entirely. Fear not. Your choice will bring you no scorn. Boom, alle Pyros einzeln, da brauche ich 28 Faces und 28 Dings, das ist echt viel. Warte mal, was? Zauberei? Ach, das ist Zauberei. Ah, 20. Zeugt eine schwarze Riesenflamme in der Hand. Okay, immerhin das. So, gut. Ich brauche also 20. Wie viel habe ich? 18, 15. Ach du Scheiße. Okay, also. Also noch jede Menge Level muss ich davon machen. Oh Mann, das kann ja dauern. Na Judy, wie muss ich sagen, wir haben die Folge jetzt hier eiskalt 5 Minuten überzogen. Es tut mir ja furchtbar leid. Nein, tut es nicht. Nein, ich weiß egal. Ich mache, was ich will. Schwarze Flamme. So, das Ding. Liebkosende Tränen haben wir bis jetzt noch nie benutzt, ne? So, alles was wir haben. Probieren das hier mal. Also auf jeden Fall total lustig. Probieren wir auf jeden Fall, liest besser die Legende aus, aber nicht heute. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.